So, hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem YouTube-exklusiven Video. Heute mal ein paar Pack-Openings, da ich Apex Legends sehr gerne spiele und habe ich mir gedacht, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben, um sowohl EA ausnahmsweise mal, also den Entwicklern zu zeigen, dass ich das Spiel gut finde und supporten möchte. Ich meine, die Legenden habe ich schon, deswegen machen wir jetzt 43 Apex-Packs auf. Skins wollte ich sowieso noch haben, weil ich ein paar davon echt schön finde. Mal sehen, was Gutes kriegen. Ihr seid also heute dabei, wie wir erstmal nur weißen blauen Kram ziehen. Ha. Haben wir hier? Sometimes you lose, sometimes you're me. Haben wir da? It's a miraculous thing. Der hatte viele gute und ich glaube, hier habe ich was Besseres. Genau, hier habe ich Call of Honor. Machen wir das nächste auf. Ein paar habe ich natürlich schon durch Spielen bekommen. Also bis jetzt wirklich gar nichts ausgegeben gehabt bis heute. Hier habe ich auf jeden Fall was Besseres. Den Skin mag ich tatsächlich sehr gerne, diesen Galaxie-Skin. Den habe ich schon auf der R301 gehabt. Glaube ich. Lila. Wow. Lila of the Prowler. Na gut. Besser als was Komisches. It all ends the same way. With me observing. Okay, und hier habe ich, glaube ich, hier habe ich den Kosmos nämlich schon. Den will ich da auch behalten. Das ist für mich der schönste blaue Skin, der Kosmos-Skin. Ansonsten will ich natürlich lila oder Legendary Skins haben. Hier habe ich tatsächlich sogar schon eine andere Banner-Pose. Hm, kann man so lassen. Na, kann man einfach so lassen. Zack, zack, zack. Und wieder leider viel weiß. Unlucky. Das können wir nehmen. Hier habe ich schon die Chaos Theory, wobei ich die, glaube ich, sogar hübscher finde als die Chaos Theory, weil die unglaublich hässlich ist. Und hier habe ich schon den Hexes System Skin. Schade. Also wir hatten ein paar, viele Skins hatten halt schon. Lila. Deswegen würde das nichts. Banner Pose. Nice. Das nehmen wir doch auf jeden Fall. Und wieder nur blau. Irgendwie hatte ich mein Dingenskin. Pain, death. Nothing phases me. Equip. Das ist der Midnight Skin. Der ist auch ganz geil. Ist einfach schwarz tatsächlich. Der kommt eher an das Design vom ursprünglichen Titanfall 2 ran. Hier. Wow. Da haben wir die zweite Better Pose gekriegt. Na geil. You better not come back to haunt me. I hate when that happens. Na geil. Und wir können mal gucken, wenn wir genug Materialien kriegen, ob wir uns noch was Geiles craften können. Darauf ziehe ich eigentlich ab, weil ich habe schon mal Legendary Crafting Materials bekommen. Und da könnte ich vielleicht ein bisschen was zusammenkriegen. Cold Wave. Urban Edge. Keine Ahnung, wie Cold Wave aktuell aussieht. Nehmen wir das einfach mal. Was haben wir hier? Good initiative, bad judgment. Try again. Dann nehmen wir das. So, und wieder zweimal blau zumindest. Ein Banner Frame. Das ist. War diese Bloodhound? Nee, Wraith Banner Frame, okay. Da haben wir jetzt einen schöneren Banner Frame bei ihr. Das hatten wir noch nicht. Und das sind Materials. Und ich glaube, Legendary alle 30 ist ein Legendary garantiert tatsächlich in dem Spiel. Und Finisher. Wir haben einen neuen Finisher. Das ist mein Liebling Mirage. Mit dem bin ich aktuell am besten vom Matchmaking her. Moment, was? Like my brethren before me, I will Slatra. Finde ich nicht so cool. Mit dem jetzt die besten Stats aktuell. Da habe ich irgendwie 20 Runden gemacht und davon kommt mich irgendwie 12, 13 in die Top 3 gekommen und habe irgendwie 6, 7 gewonnen. Also es ist schon ordentlich. Nehmen wir Vino, nehmen wir Dit. Dot Product. Den können wir auch gerne nehmen. Der ist auch schick. Und dann haben wir noch mehr Crafting Materials. Wir kommen also in die Richtung, dass ich dann noch vielleicht für meinen Lifeline oder sowas bauen kann. Banner Pose. Da haben wir jetzt schon viel bessere. Hier habe ich auch ein besseres. Was habe ich hier? I'm not hard to understand.
Death is my language. Hm. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie Bangalore ein bisschen sehr hardcore. Da gefällt mir Mirage besser mit seinem, ich bin ein bisschen locker drauf. Oder sie dann, wenn dann. Can't catch what you can't see. Weil die Sprüche finde ich witziger tatsächlich. Hier habe ich einen Hexa System Skin, dann will ich den nicht haben. Ich kann mal kurz zeigen, kann nochmal durchgehen bei den ganzen Legenden, was ich schon habe. Vielleicht vorher machen sollen. Hm, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Nehmen wir das so. Ach, ich kann es nicht mehr vorher machen, ich schlauer Fuchs. Off the grid. Ich habe schon eine lila Variante. Ja, für die Kraber. Die Kraber spiele ich tatsächlich nie. Also tatsächlich wirklich nie. Caustic Winnicle ist ja das ein Null. mit. Weil ich die Kraber einfach wirklich nicht so richtig mag. Dadurch, dass du den einen Schuss hitten musst, sonst bist du halt komplett useless. Watch out! Finde ich das irgendwie kacke. Also eigentlich ist die Kraber nur gut, wenn du richtig zuverlässig Headshots machen kannst mit den Snipern. Und dafür fühlt sich die Kraber noch komplett komisch an. Gamesplate des Mirage, Finishers. Bloodhound, Finishers. Können wir hier equippen, haben wir noch einen empty Slot. Hier habe ich schon Code of Honor. Da. Code of Honor ist immer der grün animierte Skin, dieser Matrix-ähnliche Skin. Oder zumindest halt so ein Matrix-Effekt drauf. Und Hack the System ist bei den Leuten, wo sich diese grünen Kreise drauf drehen. Also die lila Sachen sind immer animiert. Deswegen brauche ich da, glaube ich, gar nicht nachgucken. Also ich mag die animierten Sachen tatsächlich lieber, manche, als die legendären Skins. Hier ein Mastiff Skin. Oh. Ein grünen Mastiff Skin. Was ist hier? Sizzle Reel. Der finde ich schicker als den Sizzle Reel. Sizzle Reel ist diese komische orange Zickzack-Muster überall drauf. Das sieht ein bisschen doof aus. Hier habe ich einen legendären Skin, da brauche ich gar nicht gucken. Oh, Gibraltar. Damage, Dome Damage blockt. Nice, nehmen wir den noch dazu. Denn die haben schon einen selteneren Pose, glaube ich, drin. Oh, aber wenigstens lila. Ich wollte gerade sagen, zwei weiße, das ist ja doof. Habe ich hier einen lila Skin drauf. Nice. Den Tribal Fire mag ich eigentlich generell. Ich mag nur die Waffe nicht so richtig tatsächlich. Immer noch Empty, Race, SMG Kill. Und hier habe ich. Das ist schöner als der komische grüne, den wir gerade hatten, ne? So. Und wieder weiß. Und diese zwei weiße, ein blau. Hier habe ich auch einen legendären Skin schon, aber der legendäre Skin ist leider wirklich hässlich, meiner Meinung nach. Für Race, weil es die kurz geschorenen Haare hat, das sieht einfach nicht schön aus. Epic. Hier, genau, der Skin ist das. Den finde ich leider komplett nicht schön. Hier habe ich schon Hack the System. I swung to this position. Funny and true. So. Komm schon, gib mir noch was Schickes. Papa will Geschenke. Nicht so schick. Nicht so schick. Alles nicht so schick. Hier können wir nochmal. Ah, da haben wir jetzt das Paper-Ding drauf. Ja, das passt ziemlich gut zu der Waffe. Den Paper-Skin. Ich finde es witzig, dass wenn man selber eine Waffe aufgenommen hat, dass die dann nicht mehr umgeändert werden kann, wenn jemand anders die versucht aufzunehmen. So, haben wir eine Pathfinder-Karte und eine Gibraltar-Karte. Nice. Damit wären meine Intros ein bisschen schicker. Lila und doppelblau. Hab ich das richtig gesehen? Oh, sick. Sick. Der lila Skin, aber den finde ich irgendwie nicht so hübsch. Ich habe da ein Problem damit, dass die alle so chromglänzend sind. Diese lila Skins, und dann hast du hier so ein bisschen Animation drin. Wenn die Animation größer wäre und dieses Chromglänzen nur so ein bisschen auf Akzente reduziert wäre, fände ich das irgendwie geiler. Muss ich sagen. Und hier habe ich schon eine animierte Variante. Blau, blau, weiß. Das ist zumindest besser als weiß, weiß, blau. Was? Eye Trap scanned? Latter und Trap scanned. Ah, ich sehe auch Traps, wenn ich das benutze. Das wusste ich gar nicht. Mosambik, geh mir weg. Das habe ich nicht realisiert, dass ich da Traps auch highlighte, wenn ich die erwische. Follow my path to win.
I wish all of you could fight tomorrow too, but you'll be dead. Ja, der Roboter ist einfach so geil, der Pathfinder, der hat die besten Sprüche im Game. Oh, hier ein Epic Skin. Da habe ich, glaube ich, sogar schicker. Ich habe den Hexes System Skin, wie gesagt, da gehabt. Der ist, glaube ich, ein bisschen hübscher. Snake Skin. Oh, dann nehme ich den. Den Snake Skin habe ich, glaube ich, sogar gebaut, tatsächlich. Weil ich da mal einen Skin haben wollte, für die, weil ich die ein bisschen gespielt habe. Hier habe ich Off the Grid. Kosmos Rare. Oh, nehmen wir das mal, damit wir nicht über den Kosmos Skin drauf haben. Der ist eigentlich auch ganz schick aus, tatsächlich. Wieder Lila. Lila. Okay. Lila Crafting Materials. Und hier habe ich schon den Original Marauder. Wieder Lila. Yum. Gib mir. Wenn es nicht nur für die Hemlock wäre. Blau, sind alle meine Kleider. Blau ist alles, was ich kriege. My shield, my life. War das Intro? Ja, das war sogar Intro-Quip. Nee, follow my path to win. Das finde ich mega nice. Den behalte ich. Den habe ich sogar als Twitch-Alert zwischendrin. Wenn mir jemand followt. Banner-Pose. That's how you change a life. Nehmen wir das. Und der Skin, na ja gut, der ist ganz nett. Der passt natürlich sehr gut zum Thema. Wieder Lieder. Vielleicht krieg ich noch ein Legendary, das wäre echt schön. Jetzt habe ich für die auch einen Epic Skin. Das ist nice. Was haben wir hier? Empty Care Package Weapon Kills as Core Stick. Ja gut. Care Package Weapon Kills sind natürlich schwierig. Eigentlich nur die Mastiff ist die Waffe, die ich da spielen würde. Und selbst die mag ich nicht so richtig spielen. In case you didn't know, you get here by winning. Good luck. Wie gesagt, die Sprüche sind aber so nice. I may win this thing today. Keep rooting for me. Die Sprüche sind so nice von ihm. Holy shit, ey. Den haben sie richtig gut designt. Warum guck ich? Moment. Shockwave. Slither. Warum packen wir die Slither drauf? Bei dem haben wir, glaube ich, schon was bei der Flatline. Wenn ich mich gerade nicht irre, müsste da schon Skins drauf sein. Ich gehe die gleich nochmal durch. Wie gesagt, die Skins, die ich dann habe. Ja, das sieht auch ganz schick aus. Nehmen wir das. Und ich glaube, da hatten wir jetzt den, genau, da hatten wir den Feuer-Skin. Den animierten. Legendary! Gib mir was Geiles! Yes, den nehme ich. Ich hätte zwar lieber den Drachen-Skin gehabt, aber das ist trotzdem schon ganz geil. Die Scout spiele ich sogar ganz gerne. What are you? The FNG? Nice. Das ist ein Skin, ne? Rare. Oh, nehmen wir den nochmal. Wir haben einen Nordic Skin. I guess I was just one step ahead of you. So, und ja, das ist wieder ein Skin. Den finde ich nicht so hübsch. Da habe ich schon den Legendary und Material muss ich logischerweise nicht anschauen. Es sollte keine Doppelten geben, ne? Das heißt, wenn ich ein Doppeltes kriegen würde, kriege ich immer Materialien automatisch. Liberator. Shattered. Oh, nehmen wir mal den Outback Skin, der ist auch ganz schick. Und hier hat man schon Kosmos, ne? Warum finde ich die Standard-Skins oder die niedrigen Skins teilweise hübscher als die legendären? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Oder zumindest Kontra für den Winning Kill, das gibt weiter für den, ne? Für EA.